Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, die Sommersaison in Freizeitparks hat heute gestartet. Ich bin nicht in Disneyland, leider, nee. Ich bin heute im Phantasialand zusammen mit Daniel und Robert. Es kommt auch noch später die Britta dazu und ich bin mal gespannt. Wir zeigen euch, wie es jetzt heute hier aussieht, wie das mit den Sicherheits- und Gesundheitsvorkehrungen ist im Phantasialand. Und ja, wir sind jetzt hier am Eingang und warten in der Schlange. Es sind einige Leute vor uns, aber beim Parkplatz war bisher noch nichts los und wir sind sehr gespannt, wie es drin aussieht. Ich muss jetzt meinen Mundschutz abziehen. Hier ist der Eingang und wie man sieht, gibt es hier Punkte auf dem Boden, wo man sich hinstellen darf, damit man auch schön den richtigen Abstand einhalten kann. Wir dürfen eins weiter und dann gehen wir schon rein. Wir sind jetzt hier bei Mystery Castle, beim Eingang. Wir haben es in den Park geschafft. Es war wirklich sehr einfach mit dem Parken und ja, wenn man jetzt hier rumläuft, muss man keine Maske tragen, nur in den Wartebereichen, auf den Attraktionen und in geschlossenen Räumen. Deswegen können wir uns jetzt hier ohne Maske fortbewegen. Phantasialand ist auch da sehr rigoros. Wer kein Ticket dabei hat, also online vorbestellt hat, kommt auch nicht in den Park. Da waren jetzt einige Leute vom Park, wollten Tickets kaufen, da gab es aber keine. Also wurde nicht erlaubt. Und da hinten seht ihr alle am Film. So, wir fahren jetzt Taron. In den Wartebereichen muss man die Maske tragen. Es gibt auch Abstandshalter. Hier ist der Eingang, hier sieht man es nochmal. Hier sind die schwarzen Punkte. Immer mit 1,5 Metern bis 2 Metern, damit man sich an den Punkten orientieren kann. Also man sieht, die Leute halten brav Abstand durch die Punkte. Das ist jetzt hier die Warteschlange für Taron. Ist schon einiges los, aber das war ja zu erwarten. Meine Haare sind ganz durch den Wind. So, jetzt ist schon wieder dunkel. Das war eine Reise. Nee, also wir haben jetzt knapp 45 Minuten warten müssen für Taron. Habt ihr ja gesehen, es werden nicht alle Reihen befüllt. Es wird freigelassen. Es kommt darauf an, wenn ihr in Gruppen seid, werden die Reihen aufgefüllt und dann zwischen den Gruppen immer eine Reihe freigelassen. Ich hoffe, ihr hört mich. Es ist nämlich sehr laut. Ansonsten haben wir gehört, dass die Wägen alle halbe Stunde desinfiziert werden. Also zu jeder vollen Stunde und zu jeder halben Stunde. Genau, und es steht auch Desinfektionsmittel am Ausgang und die Maske zu tragen bei der Achterbahn war eigentlich ganz so schlimm. So, jetzt gucken wir mal, was wir jetzt machen. Ich habe eine Chance zum Hunger. Ich wurde jetzt gezwungen, bei Lillys Café eine weiße heiße Schokolade zu kaufen. Also Daniel hat sie mir erstmal gekauft, ich muss ihm noch das Geld zurückgeben. Aber zackig. Ich schulde ihm schon was. Genau, also die soll sehr lecker sein. Ich habe sie noch nicht probiert. Sehr süß, aber ist gut. Aber bei dem heißen Wetter trinkt man noch eigentlich einen Eiskaffee oder eine Eisschokolade. Später, noch ist kalt hier im Schatten. Noch ist kalt. Ja, was das Problem war, wir wollten eigentlich noch was frühstücken. Das Problem ist, im Lillys Café gibt es normalerweise leckere Brötchen, habe ich gehört. Und auch in, wie heißt das hier? Heinus Café. Aber es gibt kein Frühstück zurzeit. Das heißt, ich muss weiter hungern. Zum Glück hat die nette Vivi hier von Vivi Bing. Bitte folgen. Hat mir einen Donut abgegeben. Das heißt, ich bin nicht ganz vom Stuhl. Weil Daniel hat gesagt, wir gehen schön frühstücken und so. Hätte der Daniel auch mal, ich hätte noch einen Donut übrig, aber... Ja, der Daniel darf weiter hungern, der macht Diät heute. Ja, also es ist traumhaft schönes Wetter und wir genießen den Tag. So, ich musste jetzt auf die Arztmasken umsteigen, weil es in den Schockmasken doch sehr warm ist. Zu atmen in den Attraktionen und in den Warteschlangen. Wir gehen jetzt ins Hotel Tartuffe. Hab auch Bibi oder dabei, um schöne Fotos zu machen. Und ja, wir genießen den Tag. Es ist wirklich traumhaftes Wetter und bisher haben wir ganz viel Spaß. Los, Britta!
Hier draufstehen. Oh nee, ich hasse Labyrinth. Das Hotel Tartuffe hat einen riesen Spaß gemacht. Ja, wir sind da zu viert durchgelaufen. Man läuft dann immer als Gruppe durch und dann hat man ein bisschen Abstand zwischen der anderen Gruppe, dass man aus sich nicht zu nahe kommt. Aber jetzt einmal mit seinem Kind, der war es ein bisschen schnell unterwegs, den haben wir dann durchgelassen und gesagt, komm, wenn sie es eilig haben, dann gehen sie halt durch. Genau, so, wir suchen uns gleich was zu essen, weil ich bin schon mittlerweile am Verhungern. Daniel hat mir so viel versprochen, bisher nichts eingehalten, weil halt keine Brötchen oder so verkauft werden. Aber wir gehen jetzt gleich in die Taverne und dann bin ich mal gespannt. Soll sehr gut schmecken. Wir gehen jetzt in die Taverne was essen zum Mittag. Wie es drin aussieht, berichte ich euch dann. Wir sind jetzt in der Taverne. Ich finde schon die Menükarte sehr speziell. Die ist nämlich aus Metall, sehr schwer. Und was wir nehmen, ich teile mir mit Britta die Kalbsschnitzelpfanne für zwei Personen. Soll sehr gut sein. Und wie ihr sehen könnt, gibt es zwischen den Gästen genügend Abstand. Also hier der rechts, der Tisch ist bei uns frei. So, endlich gibt es was zu essen. Ich falle schon fast vom Stuhl, obwohl es keinen Stuhl gibt, sondern eine Bank. Wir haben jetzt mit Britta die Schnitzelpfanne zum Teilen. Wir haben hier zwei verschiedene Kartoffelsalate und Bratkartoffeln. Der Daniel hat eine Vespa-Platte für eine Person, muss man dazu erwähnen. Daniel, wenn du das schaffst, dann bin ich sehr stolz auf dich. Sieht sehr gut aus, aber ist ganz schön viel. Und der Robert hat die Schweinehaxe. Sieht auch sehr lecker aus. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Mystery Castle. Und ich mag den Ride wirklich sehr gerne, dieses Freefall im Dunkeln. Das Problem bei mir immer ist die Warteschlange. Ich bin ein Mensch, der nicht gerne erschreckt wird. Und ich finde das immer so schlimm, da durchzulaufen. Am liebsten würde ich da durchsprinten, um zu der Attraktion zu kommen. Aber da muss ich jetzt durch und ich bin gespannt, wie es drin aussieht. Ja. So, Frisur sitzt wieder nach Mystery Castle. Irgendwie hatte ich spektakulärer in Erinnerung, muss ich sagen. Oder ich bin, Britta meint, ich bin verwöhnt vom Tower of Terror, das kann auch sein. Aber was man dazu sagen soll, muss, es sind eigentlich 6 Reihen, die eigentlich fahren können. Aber es waren nur 2 in Betrieb und es bleibt immer ein Platz zwischen der Gruppe frei. Also wir haben auch jetzt nicht lange angestanden, ich glaube 5 bis 10 Minuten. Es kann sein, dass halt wenig los ist, dass man, wir müssen jetzt links, dass wir so wenig, also dass nur 2 fahren von 6, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es trotzdem Spaß gemacht, weil wir nicht so lange anstehen mussten. Also ihr seht, das Phantasialand hatte leider keine Zeit mehr, die Pflanzen hier einzupflanzen, was ich sehr schade finde, weil der Saisonstart war eigentlich noch früher geplant. Das ist, finde ich, wirklich sehr schade. Also eigentlich wollten wir jetzt Black Mamba fahren, aber wir sind jetzt in die Schlange rein und dann haben, also die Schlange war im Prinzip schon fast am Eingang. Haben wir gesagt, nee, das dauert uns zu lange. Und wir haben auch gesehen, es fahren irgendwie gefühlt nur 4 Leute pro Bahn. Also gar nichts. Talukan ist auch geschlossen.
Metallokan ist auch geschlossen, wie man sehen kann, fährt gar nicht. Vermutlich, ja, wegen der Distanz und wegen dem... Aber die Maske hast du ja an, also wegen Spucken kann es nicht sein. Auf jeden Fall war Black Mamba ein Reinfall. Also, weiß nicht mal, wie lange wir da jetzt gestanden hätten. Mindestens eine Stunde, eineinhalb. Haben wir dazu jetzt nicht so viel Lust, weil wir schon nachmittags haben und noch was anderes vom Park sehen wollen. Gut. So, Maus und Schokolade waren wir jetzt gerade. Da war gar keine Wartezeit. Wir sind im Prinzip eigentlich durchgelaufen. Also, es ist wirklich skurril. Bei den Achterbahnen wartet man sehr lange. Auf den kleineren Attraktionen oder den älteren Attraktionen wartet man kaum. Ich blende euch jetzt auch mal unser wunderschönes Bild ein hier von Britta und mir. Man erkennt super, wer wer ist, mit Maske und 3D-Brille. Aber ja, und mein Oberarm, oh, war heute kein Abend, kein Fitnessstudio mehr. Also es ist gerade sehr dunkel, aber hier steht, Crazy Bats ist derzeit ohne VR-Brille. Daniel und ich sind jetzt auf dem Würmling Express, ganz viel Action hier. Und genießen ein bisschen die Aussicht, das Wetter, ein bisschen im Schatten. Ja, das war auch zur Abwechslung. Also der Daniel hat gerade Spaß an der super... Spritze. Das ist super, dann machen wir nochmal. Hier, jetzt, jetzt. Wir haben super actionreiche Fahrt hier. Nee, ist kaputt. Was soll denn hier passieren? Ach da, musst du treffen. Ja, du musst auch was machen. Ich filme. Spritz. Hey, wir haben Muskelkater. So viel Sport habe ich seit langem nicht mehr gemacht, wie im Phantasialand. Was macht das hier? Du musst, also das kann nicht wahr sein. Du musst weiter. Nein, Daniel, nicht die Ente. Das ist die Disneyland-Ente. Das ist so actionreich hier, ich sag's euch, Leute. Ihr müsst euch anschnallen. Daniel ist schon ganz außer Puste. Wir müssen morgen noch in Europa-Park. Ich kann nicht, ich muss absagen. Ich hab Angst, dass sie zurückspritzen. Ja, die würden doch, die haben doch so ein Sting im Mund. Also ich habe mir jetzt Erdbeeren in Zartbitterschokolade geholt. Ich liebe die hier im Phantasialand. Später kommen noch Churros dazu. Nach der kleinen Erdbeerenstärkung fahren wir jetzt nach Colorado. Der Tag ist nämlich auch schon fast vorbei. Die Zeit verfliegt. Immer wenn man Spaß hat, geht die Zeit so schnell vorbei. Genau, jetzt haben wir noch Colorado. Dann wollen wir noch gucken, ob die River Quest wieder offen hat. Und noch ein bisschen nass werden bei dem Wetter. Und dann holen wir uns am Ende noch Churros. Und werden dann wahrscheinlich nach Hause fahren. Ja, die Colorado ist ein guter Ersatz für Big Thunder Mountain, wenn man nicht mit dem Big Thunder Mountain fahren kann. Daniel hat mir auch gesagt, es sind dieselben Sitze und es ist derselbe Hersteller, ne? Genau. Wieder was dazugelernt. Aber ich fand es auch ein bisschen unbequem. Aber und man ist hin und her gerutscht. Bin mal auf Britta gerutscht. Dachte ich, zerquetsche sie gleich. Nee, jetzt gehen wir mal gucken, ob River Quest offen hat. Weil wir wollen eine Abkühlung, bevor wir nach Hause fahren. Wer wollte ja Hallo sagen? Hallo! Mal gucken, wie nass wir werden. Wir werden auf jeden Fall nass. Ich finde, bei dieser Bahn kommt es immer darauf an, wo man sitzt, ne? Was? Kommt immer darauf an, wo man sitzt. Ja, wir werden definitiv nass. Ihr werdet es dann sehen.
unser Tag hier im Phantasialand ist jetzt vorbei. Hinter mir seht ihr nochmal Mystery Castle. Wir stehen jetzt auch am Auto. Ich muss sagen, es war ein gelungener Tag. Hier seht ihr nochmal Baby Yoda. Er ist auch überlebt. Jetzt bei River Quest waren wir jetzt nicht so nass geworden. Wir waren auch noch zu dritt in einem Ring, in einem Wagen sozusagen. Das heißt, wir waren vom Gewicht her nicht so schwer. Ich glaube, wenn da mehrere Leute sind, ist der Aufprall besser und man wird nasser. Deswegen hält sich bei uns das auch in Grenzen. Ansonsten natürlich mit der Maske in der Warteschlange, bei den Temperaturen ist es schon nervig, aber wenn es sein muss, muss es sein. Wir hatten trotzdem einen wunderschönen Tag. Es hat sehr viel Spaß gemacht, die ganzen anderen Leute immer wieder zu treffen. Und das war's von mir. Ich hoffe, dieses andere Video hat euch gefallen hier aus dem Phantasialand. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dann. Ciao.